Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute zeige ich euch, wie man einen Gamer-PC ganz einfach selbst zusammenbaut. Alles, was ihr für den Bau des PCs benötigt, ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher. Optional empfiehlt sich auch ein Seitenschneider, falls ihr Kabelbinder verwenden möchtet, allerdings tut es auch eine ganz normale Haushaltsschere. Für diesen Gamer-PC 2014 wird folgende Hardware verwendet. Als Prozessor der Intel Core i5-4440 mit einer Taktfrequenz von 3,1 GHz bei 4 Kernen und 4 Threads. Prozessor und Co. nehmen Platz auf dem Asus H87M+, ausgestattet mit dem L50er Sockel, und insgesamt können bis zu 32 GB Arbeitsspeicher im Dual-Channel-Betrieb verbaut werden. Für aktuelle Grafikkarten steht ein PCI Express 3.0 Anschluss zur Verfügung. Für Festplatte und Co. bietet das Asus 6 SATA-Anschlüsse mit dem SATA 3 Standard. Anschlüsse wie 4x USB 3.0, LAN als auch HD Audio befinden sich im I/O-Bereich. Als Arbeitsspeicher 8 GB Kingston HyperX mit einer Geschwindigkeit von 1333 MHz und den CL9 Latenzzeiten. Zwei Speichermodule ermöglichen einen Dual-Channel-Betrieb für eine optimale RAM-Anbindung. Durch die geringe Speicherhöhe können auch größere Prozessorkühler problemlos verbaut werden. Als Grafikkarte kommt die R9270X aus dem Hause Sapphire zum Einsatz, ausgestattet mit 2 GB Grafikspeicher und dem Vapor-X-Kühler. Mit einem ab Werk erhöhten Grundtakt von 1050 MHz, einem 256-Bit Speicherinterface sowie den DirectX 11.2 Support. Im I/O-Bereich stehen zweimal DVI, einmal HDMI und ein DisplayPort-Anschluss für Monitor und Co. zur Verfügung. Damit Grafikkarte, Prozessor und Co. auch genügend Strom erhalten, kommt das BeQuiet PurePower L8 530 Watt Netzteil zum Einsatz. Dieses bietet eine 80+ Bronze-Zertifizierung, somit eine Effizienz von bis zu 86%, und somit ist das Ganze natürlich auch stromsparend, und einen leisen 120mm Lüfter. Besonderes Highlight bei diesem Netzteil ist der teilmodulare Kabelaufbau. Für genügend Speicherplatz sorgt die Seagate Barracuda 1TB Festplatte. Für Windows-Spiele und sonstige Daten steht somit genügend Speicher zur Verfügung. Als optisches Laufwerk kommt ein LG-Brenner zum Einsatz. Dieser liest und brennt alles, was mit CD und DVD zu tun hat, Blu-rays leider nicht. Der Tomorite TrueSpirit 120M Tower Kühler hält die CPU auch bei Maximalbelastung dauerhaft kühl. Als Gehäuse das SigmaTech Asgard 1. Bevor ihr allerdings mit dem Bau des PCs beginnt, solltet ihr euch elektrisch entladen. Es ist zwar extrem selten, dass die Hardware durch elektrische Entladungen beschädigt wird, um allerdings auf Nummer sicher zu gehen, solltet ihr an dieser Stelle diesen Arbeitsschritt durchführen. Als erstes wird der Prozessor auf das Mainboard gesetzt. Damit der Prozessor auch ordnungsgemäß eingebaut werden kann, muss zunächst der Verschlusshebel gelöst werden. Diesen einfach nach unten drücken und nach außen wegziehen. Durch das Zurückklappen des Hebels wird auch die Abdeckplatte vom Sockel geöffnet. Für den Einbau des Prozessors gibt es nur eine mögliche Position. Hierzu kann man sich leicht an den Einkerbungen an der CPU als auch an den Nasen im CPU-Sockel orientieren. Zusätzlich gibt es noch diesen Pfeil, der immer nach unten links zeigen muss. Den Prozessor dann vorsichtig hineinlegen und die Abdeckplatte in umgekehrter Reihenfolge wieder schließen. Wundert euch nicht, wenn sich der Hebel schwierig nach unten drücken lässt, denn das ist so gewollt. Je nachdem, wie viele Speichermodule ihr einbauen wollt, solltet ihr nun einen Blick in das Mainboard-Handbuch werfen. Bei der Verwendung von zwei Speichermodulen sollten diese in den Slot A1 und B1 bzw. A2 und B2. Genau wie der Prozessor passt der Arbeitsspeicher auch nur in eine Richtung. Hierzu kann man sich leicht an der Kerbe im Speicher als auch an der Nase im Slot orientieren. Dann einfach die Sicherung lösen, den Arbeitsspeicher vorsichtig hineinstecken und runterdrücken. Der Arbeitsspeicher ist korrekt eingebaut, wenn die Sicherung wieder eingerastet ist. Auch hier nochmal ein kurzer Hinweis: Zu jedem Arbeitsschritt habe ich bereits ein detailliertes Video erstellt, Link dazu wie immer in der Videobeschreibung. Als nächstes kommen wir nun zum Einbau des Prozessorkühlers. Bei der Verwendung des Boxkühlers ist zusätzliche Wärmeleitpaste nicht notwendig, da auf der Unterseite des Kühlers bereits Wärmeleitpaste aufgetragen ist. Den Boxkühler dann ganz einfach von oben auf den Prozessor aufsetzen und die 4 Pushpins über Kreuz runterdrücken. Ein kleiner Hinweis am Rande: Es empfiehlt sich nicht, die Pins in Fallrichtung zu drehen, da dieser Arbeitsschritt für die Demontage des Kühlers dient und somit die Pin-Arretierung gelöst wird. Dann einfach noch das Lüfterkabel auf den CPU-Fan-Anschluss stecken. Wie ich bereits zu Beginn des Videos gesagt und gezeigt habe, verwende ich einen anderen Kühler. Eine detaillierte Anleitung für den Einbau dieses Kühlers ist in der Videobeschreibung verlinkt. Im Übrigen ist die Installation von Kühler zu Kühler immer unterschiedlich, und daher würde eine detaillierte Anleitung in diesem Video den Rahmen von diesem Video sprengen. Im Anschluss auf Prozessor, Arbeitsspeicher und Kühlereinbau folgt nun der Einbau sämtlicher Komponenten in das Gehäuse. Schrauben und Abstandshalter sind Teil des Lieferumfangs des Gehäuses.
Für einen komfortablen und einfachen Einbau der Hardware solltet ihr die Seitenwände abnehmen. Dann kann es auch schon losgehen mit dem Einbau des Mainboards. Hierzu müssen zunächst die Abstandshalter korrekt positioniert werden. Für die richtige Positionierung kann man das Mainboard kurz reinhalten oder einfach in das Gehäusehandbuch reinschauen. Weitere Informationen als auch Verlinkungen zu den einzelnen Produkten und Videos findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Hiernach wird nun die I/O-Blende befestigt. Zur Orientierung sind die Soundanschlüsse sehr hilfreich, da diese immer auf der rechten Seite sind. Dann das Mainboard ganz einfach reinlegen und festschrauben. Aber nicht zu fest, denn nach fest kommt ab. Anschließend wird jetzt die Festplatte als auch das Laufwerk eingebaut. In diesem Fall wird diese Sicherung gelöst, die Festplatte reingeschoben und die Sicherung wieder eingesetzt. Das gleiche gilt auch für das Laufwerk, allerdings muss dazu erst einmal diese Blende entfernt werden. Zum Entfernen der Blende wird das Frontpanel gelöst und die Blende herausgenommen. Dann wird das Laufwerk von vorne reingeschoben und gesichert. Als nächstes wird nun das Netzteil eingebaut. Auch hier gibt es wieder von Gehäuse zu Gehäuse unterschiedliche Positionen, zum Beispiel unter oder über dem Mainboard. Sollte das Gehäuse die Möglichkeit bieten, das Netzteil unten einzusetzen, ist es von Vorteil, den Netzteillüfter nach unten auszurichten. Somit hat das Netzteil einen eigenen Kühlkreislauf. Dieses Gehäuse bietet dies allerdings nicht und somit wird das Netzteil oben eingesetzt und mit 4 Schrauben fixiert. Nun zum Herzstück des Gamer-PCs, der Grafikkarte. Bevor man diese einbauen kann, müssen zunächst die Slotblenden entfernt werden. Auch hier ist das Entfernen der besagten Blenden gehäuseabhängig, manche sind zum Rausbrechen, andere wiederum zum Rausnehmen, gesichert durch Schrauben oder Toolless-Systeme. Anschließend die Grafikkarte nehmen, in den obersten PCI Express X16 Slot stecken und sichern, durch Schrauben oder Toolless-Systeme. Zu guter Letzt zum spannendsten Teil, die Verkabelung. Los geht es mit den Gehäusesteckern. Die genaue Belegung steht im Handbuch unter dem Punkt Front Panel Connector. Oben links ist Power LED Plus und rechts davon Minus. Unterhalb befindet sich die HDD LED. Etwas weiter rechts ist der Power- und Reset-Switch, allerdings ist es hierbei egal, wie rum dieser Stecker angebracht wird. Nun zu den USB- und Audioanschlüssen. Der Audioanschluss ist in der Regel unten links auf dem Mainboard und diesem fehlt der zweite Pin von rechts. Der USB-Anschluss besteht aus 8 Pins und einem separaten, getrennten Pin. Auch hier passen die Stecker nur in eine Richtung für den jeweiligen Anschluss. Für die Verkabelung von Festplatte und Co. werden diese SATA-Kabel benötigt, welche dem Mainboard beiliegen. Diese passen nur in eine Richtung auf den Anschluss, sowohl an Festplatte bzw. Laufwerk als auch Mainboard. Neben dem Datenkabel wird auch zusätzlich ein Stromkabel benötigt. Hierfür eignen sich diese flachen Kabel sehr gut, welche Teil des Netzteils sind. Die übrigen 4-Pin-Anschlüsse sind für ältere Festplatten, Laufwerke oder Lüftersteuerungen. Dann kommen wir auch schon zum 24-Pin ATX-Stecker. Dieser wird einfach von oben drauf gesteckt. Der Stecker ist richtig positioniert, wenn die Nase richtig eingerastet ist. Dieser Vorgang wird nun für den 8-Pin CPU-Anschluss und für die 2 6-Pin Grafikkartenanschlüsse wiederholt. Zu guter Letzt wird jetzt noch der Gehäuselüfter angeschlossen. Ein 3-Pin-Anschluss ist natürlich kompatibel mit einem 4-Pin-Anschluss. Und damit sind wir auch schon wieder durch mit dem Bau des Gamer-PCs 2014. Im Anschluss kann dieser nun eingerichtet werden, samt Windows, Treibern und Co. Speziell diesen Arbeitsschritt, den PC richtig einrichten, zeige ich euch in einem separaten Video, Link dazu in der Videobeschreibung. Auch hier nochmal ein kurzer Hinweis, zu jedem Arbeitsschritt habe ich bereits ein detailliertes Video erstellt, Link dazu wie immer in der Videobeschreibung. Das soll's gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich über eine positive Bewertung als auch ein Abo von dir freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!